Bin wirklich gespannt. Also wie ihr seht, oh, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal meine Karte vorstellen. Das ist meine Karte, die ich für Atlas erstellt habe. Es ist 2x2 Cluster-Karte. Und ich habe so einige Zeit damit verbracht, die zu testen und ein bisschen zu basteln und so weiter und so fort. Auf dieser Karte befinden sich alle 9 Powersteine, also beziehungsweise 8 Inseln mit Powersteinen. Dazu noch der Geisterschiff und am Ende kann man ja auch kämpfen gegen den Kraken. So, ich wollte euch mal kurz zeigen, also das Geisterschiff fängt hier an und das ist seine Route. Die geht einmal hier rum um die 3 Cluster. Gut, sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber ich habe versucht, das Ding zu finden und es war wirklich anstrengend, ne? Also jede 6 Stunden spawnt ein Schiff. Und von daher wandert er hier so durch die Gegend. Dazu haben wir noch die Händlerschiffe und natürlich ja auch die Schiffe, die so wir auch kennen, die NPC-Schiffe. Die spawnen etwas mehr als auf etwas öfter als auf den offiziellen Servern und sind einiges höher. Ja. Ja, eigentlich ganz cool. Auf diesem Server regnet es etwas öfter und soweit ist alles andere okay. Das Einzige, was eigentlich interessant ist, wenn wir jetzt nochmal hier reinschauen, diese Cluster sind etwas größer. Na, also diese Cluster haben 1,6. Normalerweise sieht das so aus auf dem offiziellen. Dann seht ihr, um wie viel größer eigentlich diese Karte ist. Und ich muss sagen, auf G-Portal habe ich die Map hochgeladen und es funktioniert wunderbar. Von daher, ich sag mal so, es ist größer und dennoch noch stabil. So. So sieht die Karte aus. Also hier habe ich auch die Entdeckerzone und Freeports. Hier ist einmal dieser Freeport mit diesem Totenkopf. Ich weiß, dass er sehr gemocht wird. Dazu haben wir hier noch einen Freeport. Dieser Freeport ist schon sehr interessant. Das ist eine Stadt und sieht schon cool aus. Dann haben wir nochmal hier Freeport. Also hier, hier und hier. Und dann nochmal hier einen Freeport. Hier den Kraken-Cluster habe ich jetzt freigelassen. Sollte man auch, dass es alles gut funktioniert. Von daher, ja gut, das Spiel ist immer noch ein wenig verbuggt, also nicht wundern. Ich habe alles ausprobiert, ich zeige euch jetzt die Steine, einige von den Steinen und am Ende, wie ich den Kraken entdecke. Gut, ich habe da nicht sehr lange überlebt und irgendwie war das alles ein bisschen blöd, aber man sieht eindeutig, dass diese ganze Questreihe hier auf dem Server funktioniert. Und die Powersteine sind auch hier, das sind die Inseln mit Powersteinen. Genau, so, jetzt sehe ich gerade, dass die sich verschoben haben, die Entdeckerzonen, das ist dadurch, dass ich die Karte klein gemacht habe. Aber nicht darauf achten, normalerweise sind die alle ganz, also richtig. Ich werde jetzt das schließen, ohne zu speichern und dann kann jetzt hier auch losgehen. So, dann bis gleich. Und ich habe so ein bisschen erkundet schon, aber erstmal wollte ich euch zeigen, dass die Power Stones hier auf der Karte vorhanden sind. Die kann man sehen auf der Karte. Jetzt werde ich zu einer Insel fliegen und erstmal holen wir uns ein Artefakt. So, wir sind jetzt hier bei den ersten Power Steinen. Der befindet sich hier. Voll mittendrin. Naja. Okay, da ist es aber auf jeden Fall. Da gehen wir jetzt mal rein und holen wir den Stein. Um den Stein zu holen, braucht ihr Artefakt. Ich habe mir jetzt einen gespawnt. So, die Giganten kommen jetzt nicht rein, Zyklope. Und dafür habe ich ein Cheat hier. Cheat KFE Artefakt Key 100. Die nutzt ihr, um den Artefakt zu holen, falls ihr einfach cheaten wollt. Nicht, dann no, Bosse killen. So, jetzt gucken wir mal kurz rein. Wir holen jetzt einfach den Artefakt und wie ihr jetzt schon da oben, da vorne seht, der Jungbrunnen auf dem Server funktioniert auch, ist aber in jedem Stein sozusagen mit dabei. Okay, da kommen mir jetzt aber auch alles entgegen, was hier eigentlich so gibt.
aus hier. Ja, ein bisschen eng hier überall. So. Okay, dann sind wir raus. Ja, bin schon beschossen. Okay. So, jetzt geht zu der nächsten Insel. Ich möchte euch aber noch kurz zeigen, dass es tatsächlich funktioniert hat. So, das gucke ich dann mal in mein Inventar. Und wir haben tatsächlich den blauen Stein jetzt erhalten. Ne? Der ist jetzt hier freigeschaltet. So, dann bis gleich. Könnt ihr uns um was hier was tun? Ist das cool? Das ist eine Meerjungfrau. Würde mich killen. Ist das geil? So. Oh, jetzt ist sie weg. Oh, komm wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder bei dem nächsten Stein. Bei einem Stein leider habe ich vergessen, das Video anzumachen. Oh! Aber ich wollte euch zeigen, hier befindet sich der nächste Stein. So, da sind wir auch. Und versuche ich sozusagen irgendwie vorbeizukommen. Und dann gehen wir mal rein. So, alles klar. Hier ist auf jeden Fall einiges los. Das nervt ein bisschen, weil die im Weg stehen. Ja. Ja, das meinte ich. Okay, dann müssen wir die erstmal killen, alle hier. Das mache ich so. Destroy Wild Dinos. So. Gut. Ja, schon ganz schön nervig. So, leider muss man hier immer sich klein machen. So, okay. Gut, da sind wir bei den nächsten. Artefakt. So. Alles klar. So. Dann haben wir den nächsten. Jetzt zeige ich euch mal noch mal kurz. Ich habe wirklich jetzt schon 3 Stück. So sieht's aus. Jo, alles klar. Jetzt geht's weiter. Und da ist ja auch der Jungbrunnen. Grünstein. Der befindet sich hier. Okay. Oh. Och Mann, jetzt hat die mich gestunt. Na gut. In 20 Sekunden geht's weiter. Das ist so nicht normal. 3, 2, 1, go. So, jetzt einfach laufen. Boah, das sind so viele Viecher. Genau, nie. Komm Gott sei Dank hier nicht mit rein. So. Gut. Gott, ich bin jetzt hier angebissen von irgendwelchen Schlangen. Aber wir wollen erstmal nochmal den Artefakt. Artefakt. Jetzt holen wir uns den grünen Stein. So. Da ist er. Da ist er. Gut. Jetzt haben wir den grünen Stein. Alles klar. Next. Ein anderer Eingang. Nochmal. Wir uns hier. Lecker. So. Dann los geht's. Ja, in der Tat. In der Tat. Wir brauchen ein Artefakt. So. So, wunderbar, wunderbar. Weiter geht's. Ich habe jetzt einen wunderbaren Drachen. Der ist da unten. So, okay, alles klar, wir landen mal.
Wie. Oh Gott, ist der langsam. Okay. So. Lernen wir mal. Das Blöde ist, alles greift den Drachen an. Ne? Das ist nicht so wie bei Ark, leider. Dass der Drache so unberührt bleibt. Okay. Okay, alles klar. Gut. Ja, ich lasse den mal hier stehen. Okay. So, der Bluestone. Alles klar. Die Entdecker funktionieren auch. Pi mal Daumen. Artefakt haben wir auch. Kann mal losgehen. So, das soll stehen bleiben. Okay. Alles klar. So, wir fliegen da einfach. Wir machen das mal ganz schnell. So, jetzt haben wir den Stein. Alles klar. Super. Nächste gefunden. Das Nieti. Oh, läuft. Oh, der will mich sogar hier angreifen, ey. Gibt's ja nicht. Ja, aber auch sowas gibt's hier. Ja, genau. Die Sache ist die, ja, ich muss ihn irgendwie erledigen, um den letzten Powerschein zu haben. Ganz schön heftig. Ich versuche den mal anzugreifen. Vielleicht hole ich mir noch ein paar Drachen. Und dann gucken wir mal, ob wir den erledigen können. Wir versuchen mal. Die attackieren eben nicht. Oh, ich darf nicht ins Wasser fallen. Ja, die greifen dem nicht an. Das ist ja natürlich wunderbar. Ja, also ich melde mich wieder, wenn es soweit ist. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern hier. Na gut, dann bis gleich, nee. So auf 9000 noch. Das Schiff. Oder haben wir dem runtergehauen jetzt hier mit den Drachen. Beziehungsweise ich und die Drachen. es dauert schon einige Zeit. Bis das Schiff, man muss echt aufpassen, dass man nicht ins Wasser hier landet mit den Drachen. Aber es geht runter. Na, und von daher. Es ist einfacher, wenn die Drachen nicht. Das Schiff, also nicht mehr folgen, nur angegriffen werden und das Schiff einfach selbst hier erledigen. So, jetzt wollen wir aber nicht ins Wasser. Das heißt doof. So. Noch 5000. Wie gesagt, es ist schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich den treffe. Ich glaube, ich treffe den mir auch gar nicht. 2000. Jo! Jo, ich hab es! Ist das cool? Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Okay, jetzt habe ich alle Steine. Ich habe echt alle Steine. Ja, geil. Jetzt fliegen wir mal zu dem Kraken und gucken wir mal, ob dort das ganze Quest sozusagen abgeschlossen werden kann. Ich werde den Kraken nicht erledigen. Ich werde ihn nicht zerstören, weil... Das soll ja ein bisschen mehr Fun machen. Ich wollte euch halt nur zeigen, dass auf der Karte hier alles funktioniert und das ist geil. Es geht. Na gut, dann bis gleich. Gucken wir mal. Der Kraken. Ich weiß nicht, ob man jetzt direkt das auslöst oder ob man etwas da machen muss, wenn wir jetzt erfahren. Ich mache das ja auch zum ersten Mal jetzt hier. Hat ja sowieso lange gedauert, bis ich die alle Steine hatte, obwohl ich das ja auch mit den Cheats gemacht Müssen habe. Also haben. in der Mitte. Los geht's. So ungefähr.
Ja, wir bewegen uns ganz langsam. Mal gucken. Also ich fliege jetzt erstmal in der Mitte und dann schauen wir mal, was so alles kommt. Hab das noch nie gemacht. Bin auch sehr gespannt. Gut, das geht wirklich langsam. Die Cluster sind schon ziemlich groß an sich, deswegen, jo, jetzt fliegen wir erstmal. Bis gleich. Vorne sieht man schon irgendwas, irgendwie ein Loch oder so. Ich weiß nicht, sieht so aus. Mal gucken. Also, das ist anscheinend dieser Punkt. Ich weiß nicht, ob es reicht, jetzt einfach nur da in der Nähe zu sein. Wir werden jetzt gleich sehen. Der Drache ist langsam, leider langsam, sehr langsam. Gut, aber es sieht besonders aus. Von daher, das wird wahrscheinlich so sein. Bin wirklich gespannt. Also, wie ihr seht. Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo ist mein Drache? Der hat mich vom Drachen runtergehauen. Oh, ich kann leider gegen ihn nicht kämpfen. So. Wo ist mein Drache? Scheiße. Mal gucken. Ich hol mir noch einen Drachen. So. Wieso auch immer. Ja, okay. Gut. Ja, ich würde mal sagen, scheiße, ne? Aber das Coole ist, es funktioniert. Es funktioniert. Ich habe ihn ausgelöst. Gut, wir hätten ja hier mit Schiffen sein müssen. Der Drache war ja auch gecheatet, wie auch immer. Von daher, vielleicht deswegen gab es kleine Probleme. Aber es hat funktioniert. So, okay. Ja, wunderbar. Eigentlich mit dem Kraken fertig war, sozusagen. Aber was ich euch zeigen nur wollte, ist, dass wir für jeden Powerstein eine neue Tanzart bekommen. Diese kennt jeder, ne? Also das ist schon mal ganz cool. So, dann geht's weiter. So, dann haben wir das. Also wie gesagt, mit jedem Powerstein gibt es neue Tanzarten. Dann ist das mal. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Dann haben wir noch das. So, next. Haben wir das. Jo, das ist schon mal ganz entspannt. Ja. Und nochmal das hier. Ja, schon ganz süß. So, mit F8. Die nächste. Jo. F9. Haben wir noch sowas? Ich finde das persönlich ganz cool. Und F10. Ne? Das sind alle Tanzarten, die wir für die Steine bekommen. Das Coole ist natürlich, dass wir jetzt alle Steine immer noch da haben. Genau, Moment, erstmal. So. Ich bin dort gestorben. Aber ich habe trotzdem noch die Steine da. Also alle Steine sind da. Und das finde ich schon ganz cool. Ne? So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch so ein bisschen gezeigt, wie meine Karte aussieht, und wie die Powersteine eigentlich funktionieren hier. Es kann vorkommen, dass das noch alles etwas verbuggt ist, aber ich glaube, das liegt jetzt nicht an der Karte selbst, nur vielleicht auch an Early Access. Ich bedanke mich und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns in dem nächsten Video. Ciao!